Schmalpunktadapter. Also heute war es ja wirklich sehr fleißig, weil wir richtig viele Bilder eingeschickt gekriegt haben. Das war echt super positiv. Ich brauche jetzt nur ein paar Sekunden noch und dann. Ja, und ich bin schon ganz gespannt auf die Makrobilder, die wir heute sehen. Dass ich öfters nach Madeira fahre, das ist eh bekannt. Und heuer, es gibt ja diese berühmte Ronaldo-Statue. Und da wollen wir dann dort fotografieren, weil es gibt ein eigenes Museum. Und der Peter, der vielleicht heute auch dabei ist, der hat nämlich dann ganz ein prägnantes Wort geprägt. Und zwar diese Statue von Ronaldo, da wird behauptet, dass sich der Künstler in den Proportionen ein bisschen vertan hat. Und man spricht jetzt nicht vom goldenen Schnitt, sondern vom goldenen Schritt. Jetzt werde ich euch nämlich das passende Foto dazu zeigen, damit ihr seht, dass ich da nicht irgendwie euch einen Schmäh erzähle. Aber der Ronaldo dürfte ziemlich cool sein, der hat das nämlich dann irgendwie gesagt, natürlich hat das zur Kenntnis genommen und hat sich gedacht, okay, kann ich nichts dagegen machen. Und es gingen alle Leute hin und greifen diese Statue genau an der Stelle an, das soll dann schon ein Glück bringen. Da sieht man dann, wie der Aberglaube sie durchsetzt. Also wenn ihr mal nach Madeira fahrt, in Funchal im Hafen, der berühmte goldene Schritt. Schon sehr abgenutzt schaut er aus. Also da habe ich schon viel hingegriffen. Also das hat mich erinnert, in der Hagia Sophia in Istanbul gibt es einen Stein, und da, also das ist ein Schweißstein, und da muss man die Hand dann quasi hinlegen und das bringt dann quasi Glück. Und an das habe ich mich eigentlich jetzt irgendwie erinnert gefühlt, wie ich das gesehen habe. Also das war so irgendwie die Geschichte vom Ronaldo. Und jetzt werden wir schauen, ob nur wenn, also nicht alle da, weil dann können wir dann schon langsam anfangen. Ich muss dann nur ganz kurz noch was machen. So. Ich habe nämlich heute das erste Mal eine Technik im Einsatz, und zwar da gibt es eben so ein Umschaltgerät, das mir das Leben sehr erleichtert. Da kann ich nämlich dann in einem Schwung umschalten von der Kamera auf den Computer. Jetzt hoffe ich das sehr genau, das sollte dann eigentlich funktionieren. Wunderbar, also dann schalte ich da mal um. Ah ja, cool. Also herzlich willkommen beim Fotocafé Nummer 9. Ich habe letzte Woche alles aufgearbeitet. Es sind jetzt alle Videos online, also sämtliche Aufzeichnungen. Wenn ihr da noch irgendwas braucht, müsst ihr es einfach sagen. Und zum Programm heute. Ich habe mir bei Lightroom ein bisschen was überlegt über Staub- und Sensorflecken entfernen. Und dann habe ich was zum Thema Speicherkarten vorbereitet, wo ich denke, dass das sehr interessant ist. Und unser Gast ist heute der Norbert. Wir haben da ein Bildausfälle, stimmt das, gell? Ja, stimmt. Schauen wir mal, was da los ist. Das ist die neue Technik, schaut's aus. So, soll jetzt vielleicht passen. Und ich habe schon gesagt in der Einleitung, ich freue mich total, dass ihr so viele Fotos geschickt habt, die wir heute auch besprechen werden. Natürlich wird der Oliver uns auch mit der Photoshop-Challenge erfreuen. Und ein bisschen was über der Blende erzählen. Genau, über die Blende wird uns auch noch was erzählen. Das habe ich jetzt wieder verheimlicht. Danke, Oliver. Hilfe, meine Speicherkarte funktioniert nicht mehr. Das ist vielleicht so ein Problem, was nicht lustig ist. Da gibt es einmal mehrere Möglichkeiten. Und zwar, wenn ihr eine sehr alte Speicherkarte habt, dann ist die sehr langsam. Und wenn ihr euch wundert, wenn die Kamera bei Serienaufnahmen also nicht schnell schreibt, dann wäre das ein möglicher Grund, wenn ihr euch jetzt da hochauflösende Kamera kauft und es wird nicht gespeichert entsprechend, das wäre der zweite Grund, warum das nicht funktioniert. Also das sind so die zwei Möglichkeiten. Und wenn ihr jetzt eine Speicherkarte habt, dann könnt ihr euch hier mal anschauen, diese Geschwindigkeitsklassen, und zwar oben rot, dieses C ist die alte Geschwindigkeitsklasse und unten das U ist die neue. Das heißt U3, wir schreiben mit 30 Mbit.
Und unten im Blauen wird dann sozusagen dargestellt Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Wenn ihr jetzt eine Kamera habt, die vielleicht 20, 25 Megapixel hat, dann braucht ihr nicht eine sonderlich schnelle Grafikkarte. Wenn ihr jetzt vielleicht eine Kamera habt, die 40, 50 und mehr Megapixel hat, dann macht es natürlich einen Sinn, wenn ihr euch eine ganz aktuelle, eine schnelle kauft. Das wären hier zum Beispiel die UHS 2. Die haben dann 156 Megabit pro Sekunde schreiben und 312 lesen. Und alle, die 4K-Video haben, für die ist natürlich wichtig, dass sie sehr, sehr schnelle Speicherkarten verwenden. Es gibt die neuen, die C-Fast-Karten. Manche Leute glauben ja, wir werden dann beim nächsten, wenn der Oliver dann dran ist, da geschwind umstecken. Beim nächsten, manche Leute glauben ja, dass sozusagen diese neuen Speicherkarten nur deswegen gemacht worden sind, um die Leute zu ärgern. Nein, da geht es einfach darum, dass man sozusagen Daten schneller lesen kann. Und wenn wir hier sehen, Lesegeschwindigkeit von 5,25 und Schreibgeschwindigkeit von 4,30, dann ist das jetzt zum Beispiel für eine hochauflösende Kamera für Fotos oder für 4K-Videos natürlich eine ideale Sache. Ihr braucht so entsprechend ein schnelles Lesegerät, was natürlich sowieso klar ist bei der neuen, bei der C-Fast-Karte, und eine gescheite Schnittstelle. Wenn ihr jetzt eine USB-2-Schnittstelle im alten Computer habt, dann geht natürlich die Sache auch nicht schlechter, also nicht schneller. Und genauso ist es, wenn ihr auch jetzt eine Speicherkarte habt, auf der Vorgängergeneration, einen USB-3-Reader vielleicht einmal kaufen, dann sozusagen geht es schneller. Und das Problem ist auch, wenn ihr eine ganz schnelle Karte habt, so eine besonders große Karte, da können die alten Kameras das nicht lesen, weil die haben zum Beispiel eine Sperre bei 16 GB oder 32 GB. Also auf das müsst ihr einfach aufpassen. Es gibt eine österreichische Firma, die heißt Angel Bird, die sind aus Vorarlberg, und die haben also ganz hochwertige Speicherkarten, also SD-Karten und auch diese CF-Karten und die C-Fast-Karten. Und das sind quasi die Karten der Profi-Filmer. Also wenn ihr jetzt besonders hohe Ansprüche habt, dann wäre so eine Karte natürlich eine tolle Sache. Aber ansonsten muss man sagen, wenn ich jetzt fotografiere und nicht exzessiv 4K-Filme, muss ich nicht die allerteuerste Speicherkarte kaufen. Da reicht dann auch sozusagen die zweite oder drittteuerste. Und Handlungsbedarf, wie gesagt, ist eben, wenn sozusagen ihr Aussätze bei Video habt oder wenn das Schreiben sehr, sehr lange dauert. Wenn ihr RAW und JPEG fotografiert und denkt, okay, das dauert sehr lange, kann es unter Umständen auch an der Speicherkarte liegen. Was auch interessant ist, ist so eine CF-Karte, also eine SD-Karte, habe ich auch schon einmal gewaschen, und ich habe dann die Speicherkarte getrocknet und die Fotos waren eigentlich ohne Probleme lesbar. Sie waren vielleicht ein bisschen klarer durchs Waschen, also die Dinger halten eh erstaunlich viel aus. Aber vor kurzem haben wir mal bei einer SD-Karte einen Teil ausgebrochen, und da ist dann natürlich wichtig, einfach auch sofort austauschen und kein Risiko eingehen. Wenn jetzt einmal eine Speicherkarte nicht mehr lesbar ist, dann wäre Folgendes wichtig. Keine neuen Fotos mehr machen, die SD-Karte oder CF-Karte sofort an den Rechner anschließen, ein Datenrettungsprogramm probieren. Da gibt es meistens wenn man jetzt eine Speicherkarte kauft, ist da dann ein Gutschein zum Beispiel von SanDisk dabei, wo man sich so eine Software runterladen kann. Und wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr wichtige Daten hat, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einer Datenrettungsfirma die zu beauftragen, was halt vielleicht bei manchen Fotos, die sehr wichtig sind, eine Möglichkeit wäre. Und wenn die Karte dann kaputt ist, entsprechend entsorgen. Bei den Kameras, die zwei Slots haben, macht sich immer so, dass sozusagen der erste Slot ist RAW, also wenn ich auf Reisen bin, und der zweite ist JPEG. Und dann habe ich sofort eine JPEG-Datensicherung. Aktuell bei der EOS R habe ich jetzt einen Slot, da mache ich meine RAWs drauf, und auf Reisen sichere ich die Fotos jeden Tag herunter und ich nehme genügend Speicherkarten mit, das heißt, ich lösche auch die Speicherkarten erst zu Hause. Vielleicht ein kleiner Trick: wenn ich die Bilder eingespielt habe,
dann gebe ich die, gebe ich dann die Speicherkarten, ich habe so ein Etui mit der Schrift nach oben in meine Fototasche, dann weiß ich, diese Speicherkarten kann ich formatieren. Und wenn ich sie dann fertig fotografiert habe, dann drehe ich sie um, dass ich quasi die Rückseite sehe. Und das hat den Vorteil, wenn ich nicht sofort die Karte lösche, dass ich vielleicht die Daten retour bekomme, wenn ich mal versehentlich mal am Computer ein paar Dateien lösche, was ja auch dann und wann vorkommen soll. Ich habe mir heute die Bereichsreparatur angesehen. Das ist sozusagen ein Werkzeug am Lightroom. Ich werde mal kurz in den Lightroom wechseln. Da war der Peter, war so nett und hat mir da ein Foto geschickt. Und bei diesem Bild, man sieht ja im ersten Moment gar nicht, wo sozusagen die Sensorflecken sind. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, ich kann hier beim Bereichsreparatur-Tool einfach einmal unten das Häkchen setzen. Und jetzt würdet ihr hier dann sozusagen die Sensorflecken sehen. Jetzt seht ihr da oben, das heißt, ich kann hier einfach mit diesem Regler ein Schwarz-Weiß-Bild anzeigen. Und dann würde ich auch sehen, wo die Sensorflecken sind. Und der Peter hat noch einen zweiten lustigen Tipp gehabt. Den finde ich aber ganz interessant. Der hat sich einfach so eine ganz komische Gradationskurve gebaut. Hat es da permanent auf und ab gezogen. Habe ich schon gelernt beim Herrn Bader. Genau, das habt ihr vielleicht auch schon gelernt. Da seht ihr, da sind wir einfach ein bisschen hinter dran. Die Solarisationskurve. Genau, und dann würde ich auch hier die Sensorflecken, wenn ich die Helligkeit dann noch ein bisschen ändere, würde ich hier dann auch die Sensorflecken noch viel, viel besser sehen. Das heißt, das werde ich, jetzt wenn wir hier oben jetzt schauen, sieht man hier ist einer, ja. Das sind nämlich die Sensorflecken, die ich normalerweise nicht so gut sehe. Und über diese Art und Weise kann ich mir sozusagen die Sensorflecken rausholen. Ich könnte mir diese Kurve jetzt als Vorgabe speichern, das werde ich mal machen. Ich werde hier mal auf die Vorgaben gehen. Dann mache ich hier mal Solarisation. Und dann brauche ich natürlich nichts auswählen, nur die Gradationskurve. Genau, und die Prozessversion. Und dann könnte ich diese Kurve auch, ich werde es da jetzt einmal zurückstellen. Genau. Wer von euch hat in der Dunkelkammer noch Solarisation gemacht? Haben wir jemanden, der das in der Dunkelkammer noch im Bad gemacht hat? Ja. Ja? Also das war ja noch interessant, wenn man sozusagen in der Dunkelkammer das gemacht hat. Und viele dieser Photoshop-Techniken kommen ja aus der Dunkelkammer. Es ist ja interessant, dass da noch sehr vieles halt nachgebaut wurde dann später am Computer, was es in der Analogzeit sowieso schon gab. Ich habe jetzt zu dem ganzen Makro-Thema nur ein bisschen ein Zubehör rausgesucht, weil da hat es nämlich auch viele Fragen gegeben, jetzt beim Kurs. Warte mal, jetzt nur ganz kurz nur. Also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt seriös Makro fotografieren möchte, dann wäre einfach ein ordentliches Stativ, wo ich vielleicht auch dann noch ausfahren kann. Das heißt, dass ich die Mittelsäule vielleicht auch um 90 Grad schwenken kann, das wäre mal die Grundvoraussetzung. Und der Makro-Schlitten, das ist einfach, wenn ich im Maßstab 1:1 fotografiere und ganz feine Justierungen vornehmen möchte, wäre für mich die zweite Sache. Ich habe jetzt einmal geschaut, zum Beispiel bei Enjoy Your Camera gibt es diesen Schlitten, ich werde euch die Links dann auch noch posten. Die kosten so zwischen, ich glaube, der kostet so um die 90 Euro. Das heißt, mit dem kann ich horizontal und vertikal fahren. Und die einfachen gehen quasi dann nur in eine Richtung, was aber auch schon eine sehr, sehr große Hilfe ist. Dann Zwischenringe eures Herstellers des Vertrauens. Und ich würde mir dann Original-Zwischenringe nehmen, weil die halt einfach die ganzen Kontakte übertragen und dass dann auch wirklich die Blendensteuerung und so weiter auch einwandfrei funktioniert. Und die Canon-Nahlinsen sind zu erwähnen, das sind Achromate, also besonders hochwertige Linsen, die gibt es in 2 und 4 Dioptrien.
das wäre etwas, was man sozusagen vorne drauf gibt, wie eine Brille auf das Objektiv. Und nur bitte auf den Durchmesser achten, die gibt es in verschiedene Durchmesser mit 2 und mit 4 Dioptrien. Und viele auch nicht Canon-Fotografen verwenden die quasi, weil sie einfach von der Qualität her sehr gut sind. Und wenn ich eine ganz billige Nahlinse habe, dann kann es sein, dass die wie ein Weichzeichner funktioniert. Die Freaks unter euch kennen vielleicht diese Retro-Einstellung. Das heißt, ein normales Objektiv wird 180 Grad mit einem Adapter an der Kamera montiert. Und ich habe dann entsprechend einen großen Abbildungsmaßstab, also bei 24 mm zum Beispiel 2,8:1, das heißt über 1:1 hinaus. Das ist vielleicht auch eine interessante Variante, wo man sagen muss, dieses Set kostet auch so um die 400 Euro. Da gibt es aber auch einen Nachbau, der günstiger ist und der gerüchteweise auch gut funktioniert. Das hat mir dann auch schon mal jemand erzählt. Ringblitze gibt es in allen Ausführungen. Der Unterschied zwischen diesem Twinlight und dem Makro-Ringblitz ist, dass ich quasi beim Twinlight kann ich die einzelnen Arme verstellen. Ich habe ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten und ich kann bei Makro-Ringblitzen, also das heißt, wo der Blitz dann direkt am Ring befestigt ist, auch egal welcher Hersteller, die kann ich getrennt schalten. Das heißt, ich kann einen stärker machen, einen schwächer machen, wenn ich jetzt im Auflicht fotografiere, also wenn ich das Ganze ein bisschen strukturieren möchte. Und meine Präferenz wäre eher so, dass das Makro Ringlight hier, weil ich einfach flexibler bin damit. Und als nächstes freue ich mich schon ganz besonders, dass wir den Norbert Kopf heute bei uns haben. Der Norbert hat eine Internetseite traumgärtner.at. Ich kenne den Norbert jetzt schon seit einigen Jahren und uns verbindet auch eine Freundschaft und ich bin immer sehr begeistert von seinen Fotos. Und ich würde den Norbert einmal bitten, dass er selber sich vorstellt. Und Norbert, sag mir dann einfach, wenn ich die Fotos einspielen soll, gell? Ja, dann sage ich einmal, grüß euch alle und danke, lieber Karl, dass ich da Raum bekomme. Du hast zu mir gesagt, ich soll ein bisschen was über meine Philosophie erzählen. Ja? Genau. Also ich habe 32 Jahre auf der Bank gearbeitet, habe dann aufgehört, weil ich zum Gärtner geworden bin. Und mein erstes Ding ist einfach das Gärtnern. Ja? Aber mit diesem Gärtnern verbunden ist ganz tief die Fotografie. Also ich beobachte den Garten sehr, sehr oft und daraus ergeben sich einfach immer wieder magische Augenblicke. Und ich denke mal, jeder von euch, der da makro interessiert ist, der kennt dieses Fieber, wenn wir durch die Natur gehen. Es ist ja jetzt egal, ob das der Wald ist oder ob das der Garten ist, ob das Tiere sind oder ob das Pflanzen sind. Aber es gibt halt permanent diese großartigen Augenblicke, die dann oft überraschend kommen. Ja. Und da bin ich eben, also ich habe dann jetzt über 10 Jahre den Franziskanerklostergarten betreut. Es ist einer der schönsten Gärten in Salzburg. Und da habe ich natürlich eine große, wunderschöne Spielwiese. Ja. Und ja, meistens passiert meine Arbeit in der Früh. Gell. Also der Makrofotograf, der ist schon ganz in der Früh unterwegs. Ja. Nicht nur der Makrofotograf, Norbert. Ich glaube, das haben wir uns einig. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wie ist das bei den Maler, Peter? Sind die Maler schlafen, die müssen am Zähne? Wäre besser in der Früh, aber der Lichtwechsel geht so schnell. Ja, okay. Also ja. Man kann das nicht einfangen. Ja, also Wahrnehmung und nur mehr Wahrnehmung ist das Zauberwort. Ja. Und da, wenn ich habe jetzt natürlich auch Listen, wo ich immer wieder ein Konzeptbuch führe und wenn mir was besonders gefällt, dann schreibe ich mir auf, wo, wann, was, wie habe ich da fotografiert. Und diese Liste, die wird immer wieder abgearbeitet. Ja. Und darf ich mich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich würde mich ganz gerne erzählen, wie ich die kennengelernt habe. Ja, gern. Und zwar, ich habe einen Makrokurs beim Foto Kücher gemacht, also als Trainer.
Und dann kommt jemand mit einer Nikon-Kamera und mit einem ganz alten Objektiv, also mit einem Leica-Objektiv. Und ich habe mir dann gedacht, okay, mit dem kann man Fotos machen. Dann sage ich zum Norbert, du Norbert, wie geht denn das? Sagt er, ja, du, ich mache alles im manuellen Modus. Und, aber ich habe das schon ganz kurz gut im Griff und ich schätze das einfach alles. Ich dachte, aha. Und dann habe ich die Fotos gesehen und habe gedacht, noch einmal mehr, aha. Das heißt, der Norbert behauptet zwar von sich ein Nicht-Techniker zu sein, aber diese Sache so im Griff. Und ich denke, auf der einen Seite ist einfach deine Feinfühligkeit, so wie du halt an deine Komposition herangehst. Und du musst uns auf alle Fälle auch ein bisschen was über das Handwerkliche erzählen, weil ich das auch sehr spannend finde. Aber das ist sozusagen die Antithese, weil das Leica-Objektiv ist ja wahrscheinlich 30 Jahre alt, hat eine entsprechende Schärfe und das ist, glaube ich, für dich eines deiner Lieblingsarbeitswerkzeuge, oder? Ja, also ich fotografiere Makro nur mit dieser Variante. Es ist die Nikon 5200 und das Leica Apo 100 und Leica L Pro habe ich nur, da kann ich alles nur mit doppelt so groß machen. Aber ich möchte jetzt trotzdem nur einmal, wie ich herangehe, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil diese Art der Fotografie, das ist für mich Meditation. Ja? Und wenn ich jetzt fotografieren gehe, da richte ich mir am Vortag schon alles her, ja? Und ich kontrolliere die ganze Ausrüstung. Angefangen, sind die Akkus gut, ist die Speicherkarten in Ordnung? Also ich gehe alles, ich putze die Objektive und alles, ich gehe alles penibel durch, stehe dann in der Früh schon wirklich eine halbe Stunde früher auf, dass ich noch Frühstück und was trinke und dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Und ich habe ein altes Gewand an und ich habe auch ein Plastik, also dass ich wirklich kompromisslos eintauchen kann. Gell. Also wenn ich was sehe, 5 cm über der Erde, dann bin ich da unten. Ja. Und da geht es einfach auch darum, dass ich ganz nah rankomme. Ja, also und diese Schauen und das Wahrnehmen, ich tue am Anfang, lasse ich die Kamera weg, ja, ich tue nur schauen, ich habe die Kamera gar nicht dabei und ich mache mir dann mit Steckerl so, also ich bewege mich oft nur auf ein paar Meter und mit Steckerl tue ich mir da Foto und wenn ich was besonders sehe, dann lege ich mich auf die Lauer und warte auf das Licht. Also das ist alles teilweise nur vor dem Sonnenaufgang. Ja? Also und diese Augenblicke, das Faszinierende ist ja das, dass mir immer wieder auch völlig überraschende Augenblicke begegnen, Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Gell? Und das ist das macht für mich diesen Zauber aus und diese große Begeisterung. Ja? Ja, dann suche ich einfach den besten Blickwinkel. Natürlich habe ich da schon alles mit, wenn ich da im Wald gehe oder im Garten. Da ist, also ich arbeite ja sehr viel mit dem Dreiwegneiger, weil da kann ich auch sehr, sehr, sehr gut einstellen und ich habe ein sehr standfestes Objektiv. Ja. Also das ist schon wichtig. Ja. Ja. Dann zur Technik, das ist natürlich jetzt in der kurzen Zeit gar nicht so einfach, da muss ich einfach nur ein paar Impulse kurz geben. Ich arbeite auch mit Spiegelvorauslösung, ja, und ja. Du, Norbert, ja? Bei welchen Verschlusszeiten denkst du, ist die Spiegelvorauslösung besonders wichtig? Naja, also wenn ich jetzt so wirklich in der Natur bin, also im Studio ist das eine andere Geschichte, aber in der Natur habe ich ja dann das Wetter, gell? Also ich fotografiere auch gern bei Regen, weil das gibt oft ganz viel her, ja. Aber wenn jetzt da ein bisschen Wind ist, da geht unter ein 400stel einmal gar nichts, weil ich ja nur mit verwackelten Bildern heimkomme, gell? Das ist ganz ein wichtiger Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben entsprechend eine kurze Verschlusszeit hat, damit man genau nicht verwackelt, gell? Ja, also das ist gerade, wenn du draußen bist und es geht also ein leichter Wind und ich warte da oft geduldig und ich warte oft eine Minute, bis der Wind nachlässt, ja? Also, und ja, das und dann natürlich auch die ISO-Einstellung ist da auch ein wesentlicher Teil, weil gerade wenn das Licht wenig ist,
Da kann ich mit meinem System so bis 800 ISO gehen, ja, wobei das ist ja Kamera mit APS-C-Sensor, das, wo ich arbeite. Ne? Also ich arbeite teilweise mit hohen ISO-Zahlen und ja, und ich warte oft lang und ich warte auf das Licht. Und gleichzeitig ist mir aber der Schatten extrem wichtig. Ja? Also ich versuche oft Gegenlichtaufnahmen zu konstruieren und sozusagen ja, dieses Licht-Schattenspiel und ich lasse da das Licht kommen und gleichzeitig ist aber der Schatten ganz, ganz, ganz wichtig, weil ein gutes Büdel braucht auch gute Schattenanteile, habe ich gelernt. Ja, ja. Und ich muss eben auch sagen, es geht mir oft auch viel daneben. Gell? Und das ist so auch was Wichtiges, also das Scheitern, dass ich da nicht aufgib, sondern dass ich das auch analysiere. Und ja, was ist die Ursache? Was du schon gesagt hast, ganz oft ist das Verwackelte. Das ist also eigentlich der Hauptfeind, wenn ich jetzt draußen bin, wenn ich mich so der Natur aussetze. Gell? Ich denke, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Maßstab 1:1 fotografierst und das Gräschen bewegt sich nur 1 Millimeter, das ist so ein langer Weg dann schon, ja, in den, ja, großen Abbildungsmaßstab, dass das Foto wahrscheinlich zum Wegschmeißen ist, oder? Naja, aber da mache ich mache dann natürlich, also es ist ja auch der Jürgen da heute und der Jürgen hat mir ganz viel Technik erklärt, der ist ein totaler Technikfreak, wie du. Und da geht es einfach darum, dass ich mehreres ausprobiere. Ich muss das natürlich in kürzester Zeit, ich muss das alles im Griff haben, ja, dass ich da halt sozusagen ISO-Werte blende und dass ich mich da einfach spüre, mehrere Versuche mache. Und wenn jetzt wirklich ein Wind geht, bin ich auch auf das Glück ein bisschen angewiesen. Aber es passieren natürlich mir auch Fehler, gell? Eben, dass ich zum Beispiel durchgängig mit einer falschen Blende oder mit einer falschen Belichtungszeit fotografiere. Und drum ist dieses Makrofotografieren, es erfordert höchste Achtsamkeit, höchste Präsenz und Konzentration. Ja, also das ist halt wirklich für mich eine Meditationsübung, dass ich dem gerecht werde. Ja. Jetzt wollen wir uns vielleicht mal ein paar Fotos anschauen? Ja, gerne. Ja. Das war eh für mich, also wenn man scheitert, nicht aufgeben und weiter tun. Ja. Und ja. So, sitzt die Blume jetzt auf groß oder bist du noch sichtbar, Norbert? Sie ist jetzt auf groß für mich sichtbar. Ja. Ja. Okay, dann magst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, also das ist eines meiner prominenteren Fotos. Das ist auch. Wenn ich nur unterbreche, Karl, jetzt musst du aber auf deinen Bildschirm schalten, damit wir das Motiv dauernd sehen. Mal, ich mache das jetzt einmal schnell groß. Also ganz, ja, ja. Das sind noch zwei Leute. Jetzt sind wir gerade mit zwei Leuten da. So. Warte mal eine Sekunde. Ja, also es ist ein prominentes Foto von mir. Das ist mehrfach, also ich habe auch schon schöne Ausstellungen machen dürfen mit dem, mit meiner Arbeit. Und dieses Foto ist auch von der Sammlung Spallart angekauft und da war eine Ausstellung, da bin ich neben Ernst Haas, bin ich da gehängt und das war schon, ja, toll. Und das ist eine japanische Pfingstrose und das ist halt einfach, es ist ohne Blitz fotografiert und ich habe halt wirklich so dieses besondere Licht am Morgen habe ich da gekriegt, dieses erste Licht. Und was ist die Sammlung Spallert? Das ist eigentlich die größte, die namhafteste private Fotosammlung. Das ist eine industrielle, die Frau Spallert, und die hat also eine Fotosammlung. Da ist Ansel Adams, Ernst Haas, Elfriede Melcher. Also da sind ganz viele Kudelka, also ganz viele berühmte Fotografen drin. Und der Norbert Kopf. Ja, auch mit drei Bildern, ja. Ja, und da bei diesem Frauenmantel, das ist halt einfach so faszinierend. Das sind jetzt gar keine Tautropfen oder nur zum Teil, aber die Pflanze, die sondert auch immer wieder was ab, wenn es so regnet. Ja? Und da halten sie diese Tropfen so gut.
also Akelei und Frauenmantel ist ein ganz ein tolles Motiv. Ja. Und hast du das Foto dann noch geblitzt zusätzlich? Oder wie ja, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt eben geblitzt, ja. Und ja, mit dem Blitzen, da kriege ich natürlich wesentlich mehr Tiefenschärfe gleich rein in das Bild, aber es ist für mich immer so ein Für und Wider, das Blitzen in der Natur. Du nimmst den Blitz natürlich von der Kamera weg und hast dann irgendwie auf der Seite stehen nicht mehr an. Ich habe einen externen Blitz und vorne habe ich noch einen Blitzdiffuser, einen Gary Fong oben. Ja. Aber verwendest du einen Blitz oder manchmal mehrere? Ich verwende im Studio bis zu 3 Blitze. Wobei, wenn man in der Natur direkt im Wohnzimmer, wo du quasi dann kleinen Garten vor der Haustür hast. Genau, ja. Da habe ich auch Hintergründe natürlich und eine große Box. Also da gibt es viele Varianten, wo ich immer wieder auch am Düfteln bin. Ja. Jetzt sind wir am nächsten Foto ganz gut. Nein, wobei, das ist in der Natur. Das ist in der Natur, das ist nicht im Studio fotografiert. Okay, ja. Und da suchst du dann quasi eine Perspektive, wo du hinten kein Licht hast, oder? Da ist jetzt noch fast kein Licht, ja, bei dem Bild. Ja, das ist wirklich so das erste Sonnenlicht. Und das ist halt diese mächtige Tulpe, gell, das macht schon was. Und wie stellst du den Blitz da ein? Nimmst du DTL oder hast du manuell? Was für Einstellungen nimmst du am besten? Ich nehme die ganz normale Einstellung, was ich habe, und dann tue ich da zaubern und ich habe dann so einen Fern, also so oben auf der Kamera einen Auslöser, und da stelle ich mir schon die Zeiten ein und dann kann ich natürlich auch da das verwenden, dass ich halt mehr oder weniger... Du stellst manuell am Blitzgerät ein? Ich mache das alles manuell, ja. Aber das sehe ich gleich noch an Foto, sehe ich das, ja. Ja, das Foto ist wieder ohne Blitz. Und da ist halt wirklich der erste Morgen, dieses erste Licht ist da einfach zauberhaft. Ja, im Klostergarten, da sind natürlich auch ganz viele Lilien und das ist eine Feuerlilie. Und man sieht das halt richtig, was das für eine besondere Pflanze ist. Gell? Da bin ich so ganz nah, fast schon im Blütenkelch drinnen. Und ich versuche da halt auch sehr nahe ranzugehen. Das ist jetzt eine Amaryllis, auch so im Gegenlicht von hinten durchgeblitzt. Und da sieht man dann schon richtig auch, wo von hinten das Licht reinkommt, was da für feine Fasern dran sind, also wie das fein ist alles. Und Norbert, du magst ja auch ganz hochwertige Fotobücher. Ja, ja. Das heißt, du hast dann thematisch, kannst du da also ein bisschen was drüber sagen über deine Fotobücher? Ja, also ich mache ja zu 80% Makrofotografie, aber ich mache auch Menschen und ich mache auch verbindende Projekte. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade eins mit dem Urgetreide, mit dem Laufener Landweizen, und da fahre ich zum Beispiel jetzt zu dem Müller und zu dem Bäcker Itzlinger und zu den Getreidebauern, und ich verwende da recht viel Zeit auch, dass ich mit denen rede und die porträtiere, und gleichzeitig mache ich dann zum Beispiel dieses Getreidebuch. Ja. Also das wird... Es wird nächstes Jahr rauskommen, das ist schon alles fix. Ja. Und du hast ja auch schon sehr schöne Bücher gemacht, die du dann ja auch verkaufst. Und ja, ich mache also die Fotobücher, ich habe da 30 verschiedene in kleinen Auflagen mit 5 oder 10 Stück. Und die verkaufe eben die kleinen um 200, die großen um 400. Und ich habe da teilweise schon Kunden, die mir das abkaufen. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu den Ausstellungen. Wie funktioniert es bei dir bei den Ausstellungen? Hast du Leute, mit denen du fix zusammenarbeitest? Oder das ist sicher sehr interessant für unsere Zuseher, weil Ausstellungen immer so ein Thema sind. Wie sind da deine Erfahrungen?
Naja, also ich bin da einfach sehr unbedarft rangegangen. Also das ist ja alles schon vor 6, 7 Jahren hat sich das entwickelt. Und dann bin ich halt einmal da in die Kulturabteilung gegangen und habe gefragt, ob ich eine Ausstellung kriege. Dann bin ich da bei uns in die Bachschmiede gegangen. Das ist eine große Location. Und da bin ich natürlich in eine Warteliste einmal aufgenommen worden, ja, was schon Erfolg war. Ja. Aber ja, aus heutiger Sicht habe ich dann auch durch Hartnäckigkeit 2 Ausstellungen gekriegt, eine in der Bachschmiede. Aber grundsätzlich ist es halt schon so, ja, du musst eigentlich, also eigentlich das, um eine Ausstellung bewirbt man sich eigentlich nicht, da wird man gefragt. Ja, so läuft es halt in Künstlerkreise. Und ich habe dann in dem Klostergarten, habe mir die Frau Dr. Zugriegel, das ist die Chefin vom Rupertinum gewesen, also von die Leiterin von der österreichischen Fotogalerie, und die hat mich sozusagen entdeckt. Und da habe ich sofort eine Ausstellung gehabt in der Bachschmiede und sofort dann auch die Festspielausstellung im Stift St. Peter in der Margaretenkapelle. Und das war wirklich eine wunderschöne Einzelausstellung. Also das war fast meine schönste Ausstellung. Und jetzt hat es sich halt so ergeben. Also jetzt bin ich teilweise schon ein paar Mal gefragt worden, dass ich ausstelle. Ja. Eben 2 Mal in Pinzgau. Also es kann sich dann schon entwickeln und ich gehe auch viel auf Vernissagen, ich gehe im Fotohof und ich erkundige mich da und es ist dann schon eine Sache von Kontakt immer wieder. Weil ja. wir haben eh oft miteinander schon gesprochen und ich denke mal, wenn du jetzt in einer renommierten Galerie ausstellen möchtest, da musst du dann einfach wirklich Geduld haben und dann kommt sie immer auf dich zu, so genauso wie du sagst. Weil wenn man auf ja. Druck funktioniert das gar nicht, gell? Nein, also ich habe das jetzt auch befolgt, dass ich nicht mehr frage und ich bin auch wirklich in guten Austausch mit dem Herrn Dr. Moos, das ist der Leiter von der Kölner Fotoszene. Ich bin in guten Austausch mit der Frau Kaufmann, das ist die Chefin von Leica. Aber ich habe noch nie gefragt um eine Ausstellung und ich bin bis jetzt früher auch noch nicht gefragt worden. Aber ja. Aber eben heuer hätte ich im Botanischen Garten groß den ganzen Garten bespielen können zum Thema Wurzel. Und das haben wir jetzt aber auf 2021 verschoben. Ja, das ist auch ein Opfer der Corona-Krise. Ach ja. Ich habe jetzt gerade einige Fragen gekriegt, punkto, nur ganz kurz. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum es in einem zweiten Bildschirm funktioniert, an die Zuhörer. Gut, aber dann würde man sagen, ich gehe mal zu dem Foto mit weißem Hintergrund. Ja. Wie kommst du zu dem? Naja, da habe ich einen Kontakt zu einem berühmten amerikanischen Fotografen, das ist der Harold Davis, und mit dem tue ich auch immer wieder skypen. Und da habe ich den jetzt ein bisschen kopiert. Ja. Also das ist eine riesengroße Softbox und da wird von hinten ein großer Blitz mal mit guter Bauer und von vorne habe ich 2 weitere Blitze auf der Seite und so erreiche ich dieses High Key. Okay, dann macht sogar einen Durchlichteffekt. Auch einen gewissen Durchlichteffekt. Aber ich muss sagen, ich werde diese Art eher, das habe ich eher kopiert, ich werde das, glaube ich, nicht recht weiter. Ich glaube, das passt nicht wirklich zu dir, oder kann man das so sagen? Nein, ich bin mehr in der Natur, hauptsächlich im Freien und halt, und ich hole mir halt dann schon die schönsten Pflanzerl, hole ich mir ins Wohnzimmer rein und ja. Ja, und wie gesagt, Karl, der Karl hat mir ja eingeladen, dass ich 2 Fotokurse machen soll vor Ort. Ich will jetzt gleich mal einblenden, jetzt machen wir mal eine Belangsendung. Und zwar, der Norbert ist so nett und macht nämlich in Salzburg einen Grundkurs am 6. Juni, einen Eintageskurs bei sich im Garten. Und wir haben gesagt, wir machen bewusst eine ganz kleine Gruppe von maximal 6 Personen. Und für die Leute, die schon makroaffin sind, gibt es nämlich noch einen zweiten Kurs und über den musst du ein bisschen was erzählen, Norbert, ich werde dann nur schon wieder runterscrollen. Du kannst aber gleich mal anfangen, ein bisschen was erzählen. Ja, also der zweite Kurs, das ist einfach ein Experiment. Aber ich habe ja auch selber ganz
etliche Fotokurse gemacht bei hochkarätigen Fotografen und es läuft halt immer so ab, dass sie am ersten Tag, da stellt sich der Fotograf vor und sein Werk und das Bild und da werden halt dann die Teilnehmer auch gebeten, 3 Fotos mitzunehmen, ja, also dass man sich halt kennenlernt über den Bildaustausch und dann gibt es schon am ersten Nachmittag schon ein bisschen eine Praxisübung und dann wird das wieder besprochen am zweiten Tag und dann möchte ich einen Impuls über die besten Makrofotografen, so historisch auch geben. Und also ich möchte halt so ein bisschen, wie das halt große Fotografen machen, möchte das ein bisschen kopieren und auf der anderen Seite halt mein Wissen und halt mein Know-how weitergeben, eben wo wir dann am Nachmittag im Garten, da haben wir ja schönste Pflanzen, üben können und ja, und eben 3 Tage lang einfach wirklich in die Tiefe gehen und für Fragen. Das ist einfach jetzt ein Versuch, ich habe sowas auch noch nie gemacht, aber ich glaube, es wird sicher toll. Wobei man sagen muss, Versuch ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil der Norbert und ich haben gemeinsam schon Workshops gemacht und der Norbert versteht es auch sehr gut, das rüberbringen. Und also für die Leute, die sagen, okay, Makro, da möchte man richtig was Tiefgründiges machen, ist das sicher eine tolle Sache. Wenn wir jetzt schon bei der Belangsendung sind, dann möchte ich nämlich noch 2 Sachen zeigen, bevor ich an den Oliver übergebe. Der Bernhard Brenner, den jetzt vielleicht manche kennen von der Reisefotografie, der hat jetzt eine super Idee gehabt, und zwar der macht Anfang Juni einen Workshop, der heißt Fotowochenende Hallstatt fast touristenlos. Also wir werden das nutzen, um da vielleicht einmal Hallstatt zu sehen, wie schon lange nicht mehr zu sehen war. Wie gesagt, ist vom 5. bis 7. Juni, der Termin ist vorverlegt worden, wenn sich der Wolfgang jetzt wundert. Und die letzte Ankündigung wäre im Juli werden der Oliver und ich einen Fotoworkshop machen am Großglockner. Auf das freue ich mich persönlich schon sehr, da war ich schon mehrere Male dort. Wir werden in Heiligenblut wohnen und von dort aus ausschwirren, also zu den Murmeltieren rauf, die werde ich dann nachher gleich umstecken, auf die Franz-Josefs-Höhe. Wir werden zur Fuschelacke fahren, das Goldgräberdorf in Fleiß. Also haben da wirklich ein paar interessante Dinge. Wir werden uns ein bisschen mit Sternefotografie, mit Panorama, also viele Bereiche der Landschaftsfotografie, und der Oliver wird auch noch was über, werden wir Autoportrait-Session machen und natürlich auch Photoshop und einen Seminarraum, soweit es geht, auch dabei sein. Gut, dann würde ich mal sagen, Oliver, ich übergebe mal an dich und schau mal, ob du den Monitor freigibst. Ich muss dann nochmal ein Spotlight-Video abbrechen. Danke. Ja. Also Norbert und Karl, ja, danke schön. Also hallo auch von meiner Seite. So, jetzt gebe ich euch nur meinen Bildschirm frei. So. Seht ihr meine Maus kreisen? Ja. Ja, gut. So. Da, ja, einen Moment, ich muss das nochmal rückgängig machen, weil das Fenster ist jetzt auf der anderen Seite, dort wollte ich gar nicht hin. Aha, jetzt ist alles schwarz, gut. Jetzt wieder? Jetzt müsstest du, warte mal, Oliver. Ja, jetzt ist alles schwarz. Okay, jetzt bist du wieder da. Okay, jetzt bin ich wieder da. Du musst die highlighten. Es gibt anscheinend irgendein Zoom-Update, warte mal. Ich hab heute auch abgedatet, genau. Okay. Und zwar jetzt bist du Spotlight-Video, jetzt bist du im Vordergrund. Das ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt ein paar von unseren Teilnehmern das Problem haben, dass sie am zweiten Schirm nicht spielen können. Das werden wir uns anschauen, aber auf das haben wir jetzt leider aktuell keinen Einfluss. Ja, also ich sag mal, Wolfgang hier, ich kann auf beiden Bildschirmen arbeiten. Okay. Ich hab die Teilnehmerliste auf einem und das, was präsentiert wird, auf der anderen. Und das geht. Okay, super. Aber ich habe die jetzt abgedatet, das muss man auch sagen. Ne? Ja. Frage jetzt, seht ihr meine Maus kreisen? Ja. Gut. Ja, also bei meinen Workshops bekomme ich oft die Frage, Oliver, ich möchte mir eine neue Kamera kaufen. Was sagst du, was soll ich mir kaufen? Und ja, jetzt kann ich wieder nicht weiterschalten bei mir. Ah, oh ja, geht. So. Seht ihr jetzt das zweite Bild?
Ja, ja, passt, Oliver. Du bist ein bisschen nervös heute. Probier's nochmal. Ja. Jetzt hat uns die Technik erwähnt. Ja. Gut. Also, die Frage ist halt immer wieder, Oliver, welche Kamera soll ich kaufen? Und dann stelle ich halt immer die zweite Frage und sage, ja, möchtest du eine kleine Kamera, die dann halt immer dabei ist, wenn du unterwegs bist, eine Wanderung machst oder mit deiner Familie im Urlaub bist? Oder möchtest du, na, das geht leider jetzt bei mir nicht, einen Moment. Bei uns geht alles wunderbar, Oliver. Ja, na, also bei uns geht es einwandfrei. Okay, so, ich gebe den Bildschirm noch einmal frei. Schalt einfach normal weiter und ich sage dir dann Bescheid, ob wir das sehen. Also wir sehen es wunderbar. Ja. So. Ja, okay. Und ich stelle dann, na, das hupft bei mir so schnell halt. Macht nichts, ich versuche es zu lösen. Ja, ich stelle dann immer die zweite Frage. Die zweite Frage ist, möchtest du mit Schärfe und Unschärfe gestalten? Und möchtest du, dass der Hintergrund so schön cremig wird? Oder möchtest du, dass deine na, schau dir das an, wie das Mühsamheit ist. Aber kann das sein an deiner Internetleitung oder dass du vielleicht... Keine Ahnung, also ich tue da nur einmal weiter. Liebe Leute, einen Moment, ich versuche das jetzt anders zu lösen. So. Ja, weil Bokeh kommt aus dem Japanischen und bedeutet Unschärfe. Da geht es einfach um Hintergrundunschärfe, wie wir wissen. Und da gibt es eben die Freaks, die wissen ganz genau anhand der Unschärfekreise, erkennen die schon sozusagen, welches Objektiv das ist. So, seht ihr das jetzt gut? Ja, ja, sehen wir gut. Ja, gut. Also, Entschuldigung, ich wiederhole noch einmal. Es geht, möchtest du eine kleine Kamera oder möchtest du mit Schärfe und Unschärfe gestalten, einen cremigen Hintergrund haben, deine Personen, die du fotografierst, vor unscharfem Hintergrund freistellen oder halt mit Schärfe und Unschärfe fotografisch eine romantische Liebesgeschichte erzählen. Ja, wenn du das möchtest, dann wird es mit einer kleinen, kompakten Kamera oder mit dem Smartphone nicht funktionieren, weil diese Kameras einfach nicht dieses cremige Hintergrundbouquet liefern, das wir dann für diese Art der Fotografie benötigen. Und warum der Hintergrund so unscharf wird oder so ein ästhetisches Bouquet entsteht, das schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Ja? Da würde ich ganz gerne was dazu sagen, nämlich Mobiltelefone berechnen mittels Software sozusagen Vordergrund und Hintergrund und berechnen dann das Bouquet. Und darum schaut das Bouquet bei Mobiltelefonen anders aus, wie wenn ich es fotografiere. Und ein optisch fotografiertes Bouquet ist also einfach noch ansprechender als dieses sogenannte generierte. Das ist natürlich eine tolle Sache und das wird das Smartphone auch noch längere Zeit nicht leisten können. Ja, und wie das jetzt optisch entsteht, diese wunderschöne Unschärfe im Hintergrund, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Also das Set ist folgendermaßen konstruiert. Das heißt, ich habe da meine Sonne, die bescheint das Motiv. Und jetzt zum Beispiel von der Spitze dieses Pfeils werden die Sonnenstrahlen reflektiert, von meiner Linse gesammelt. Und wenn ich genau da beim Motiv auf die Spitze fokussiert habe, werden diese Lichtstrahlen punktförmig da am Sensor gebündelt und es entsteht am Sensor ein messerscharfer Punkt. Kommt jetzt weiter hinten ein zweites Motiv dazu, ich habe aber trotzdem da auf diesen grünen Pfeil fokussiert, dann werden natürlich auch diese reflektierenden Lichtstrahlen von der Linse gebündelt. Die schneiden sich dann aber vor der Sensorebene und wenn man die Lichtstrahlen verlängert, sieht man dann da, dass sie da relativ groß auf den Sensor projiziert wird und aus einem scharfen, markanten Punkt wird das ein flächiger, unscharferer, größerer Kreis. Und in der Fachsprache sagt man dann auch, das sind die Unschärfekreise. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel abblende, das heißt, ich habe jetzt da eine kleinere Blende eingestellt, dann wird dieses breite Bündel an Strahlen
läuft dann enger durch das Objektiv durch. Ich habe zwar wieder da das gleiche Problem, dass die Lichtstrahlen, die da von dem roten Pfeil vor dem Sensor sich schneiden, aber dieser Unschärfekreis wird deutlich kleiner. Also schaut es nochmal daher. Jetzt habe ich eine große Blendenöffnung. Dieses Strahlenbündel ist vom Winkel her sehr weit und daher bekomme ich sehr große Unschärfekreise auf den Sensor. Und wenn ich abblende, gehen halt nur mehr dieses Strahlenbündel schmal durch, der Winkel wird sehr schmal und diese Unschärfekreise werden sehr klein. Und jetzt bekomme ich Folgendes. Ich bekomme die Illusion einer Tiefenschärfe. Physikalisch gesehen ändert sich an dem Ganzen nicht, weil physikalisch habe ich immer noch die Schärfe punktgenau auf der Sensorebene, aber weil diese Unschärfekreise jetzt so klein sind, nehme ich diese Unschärfe, Hausnummer jetzt einen Meter vor dem Motiv und einen Meter hinter dem Motiv nicht wahr und es entsteht halt auf dem Bild die Illusion einer Unschärfe und das nennt man auch die Tiefenschärfe. Und erst wenn diese Unschärfekreise wieder eine gewisse Größe erreichen, dann nimmt man diese Unschärfe wahr und es entsteht halt dann da im Hintergrund das Bokeh. Also technisch gesehen, der erste Grund, warum also so ein Hintergrund recht cremig und unscharf wird, ist die Blende. Also habe ich meine Blende sehr weit eingestellt, also eine große Öffnung, dann kann ich halt wunderschön mit Schärfe und Unschärfe gestalten. Und mit meiner Kamera, wenn ich da zum Beispiel Blende 1,4 bis 2,8 einstelle, dann ist das Motiv im Vordergrund wunderschön scharf und im Hintergrund kriege ich dann so dieses cremige, weiche Bild, was der Norbert Kopf auch bei seinen wunderschönen Makroaufnahmen einsetzt. Und der zweite Grund, warum dieses wunderschöne, cremige, unscharfe Hintergrundbild entsteht, das liegt am Abbildungsmaßstab. Der Abbildungsmaßstab ist im Prinzip das Verhältnis von Bildgröße am Sensor zur realen Objektgröße. Also um das jetzt ein bisschen mehr aufzuschlüsseln und nicht zu technisch zu werden, ich habe ein Makroobjektiv, das ist dieses Objektiv, das hat einen Abbildungsmaßstab von bis 1:1. Also das heißt, fotografiere ich mit diesem Objektiv einen Käfer, der ungefähr eine Länge hat von 1 Zentimeter und ich bin so nah dran, dass ich einen Abbildungsmaßstab von 1:1 habe, dann wird dieser Käfer auf meinem Sensor genauso groß abgebildet. Das heißt, also mein Sensor hat eine lange Kante von 36 mm. Ja, wenn also da jetzt 1 Zentimeter ist, dann bleibt da noch ein Drittel frei und da ein Drittel frei und dann habe ich sozusagen den Abbildungsmaßstab 1:1. Und die Blende und der Abbildungsmaßstab entscheiden über die Unschärfe im Hintergrund. Also je größer der Abbildungsmaßstab ist, umso größer wird auch diese Unschärfe im Hintergrund. Und jetzt wird sicher der eine oder andere sich denken, na, das hängt auch ab vom, wie weit das Motiv entfernt ist, von der Brennweite, die ich nutze oder von der Sensorgröße. Nur indirekt, weil alles hängt nämlich vom Abbildungsmaßstab an. Natürlich, wenn ich jetzt näher an das Motiv herangehende, dann reduziere ich die Gegenstandswerte, was automatisch meinen Abbildungsmaßstab erhöht. Oder fotografiere ich ein Motiv mit 50 mm Brennweite und verändere dann die Brennweite auf 100 mm, dann wird wieder mein Motiv größer am Sensor abgebildet und am Abbildungsmaßstab wieder verändert. Also das heißt, indirekt hängt schon von der Brennweite ab, aber entscheidend ist halt immer der Abbildungsmaßstab. Und bei der Sensorgröße habe ich auch wieder das gleiche Spiel. Also ich habe bei meiner Kamera diesen Sensor, bilde ich jetzt sozusagen diesen Käfer ab, indem ich sage, wieder 1 Zentimeter gleich abgebildet, hier habe ich noch ein Drittel frei und hier habe ich noch ein Drittel frei und nehme ich jetzt eine APS-C-Kamera und bilde das jetzt genau so auf diesem Sensor ab, also hier Drittel frei, dann der Käfer und
da ein Drittel frei, dann ist der Käfer natürlich im Abbildungsmaßstab kleiner auf dem kleineren Sensor abgebildet und daher ist da bei einer APS-C-Kamera der Unschärfeffekt im Hintergrund nicht mehr so wie bei meiner Kamera. Das kann ich aber natürlich kompensieren. Und die Regel ist einfach, wenn ich jetzt mit meiner Kamera, mit meinem Vollformatsensor bei Blende 2.8 das Foto mache, dann ist im Hintergrund eine gewisse Unschärfe. Und wenn ich jetzt mit einer APS-C-Kamera beim gleichen Bildausschnitt das gleiche Foto noch einmal mache, dann muss ich nur um eine Blende aufblenden, dann bekomme ich den gleichen Look oder die gleiche Unschärfe im Hintergrund. Und jetzt möchte ich ein bisschen den Kreis schließen zum Smartphone. Hier habe ich euch eine Liste mit allen gängigen Sensorgrößen aufgeführt. Wie schon vorher gesagt, ich produziere mit meinem Sensor ein Bild mit Blende 2.8. Derjenige, der eine APS-C-Kamera hat. Wer hat von euch eine APS-C-Kamera? Ist jemand da dabei? Ja, ich. Ja, eine, aber auch eine Vollformat. Ja, ich auch. Ja, also wer mit einer Kamera fotografiert mit APS-C-Sensor, der muss halt dann auf Blende 2.0 gehen, also einmal aufblenden, dann kriegt er den gleichen Unschärfeeffekt wie ich, wenn ich das gleiche Motiv bei Blende 2.8 fotografiere. Und wenn jemand dabei ist, der mit Olympus fotografiert, ist da jemand dabei, der mit Olympus fotografiert? Ja, ich. Ja, dann musst du mit Blende 1.4 fotografieren, dann hast du auch wieder den gleichen Look von der Unschärfe im Hintergrund. Aber jetzt setzen wir diese Reihe einfach fort. Da gibt es als nächstes den 1-Zoll-Sensor, ja, da braucht man schon Blende 1.0 und dann gibt es den 2/3-Sensor und dann braucht man schon Blende 0.7. Aber ich kenne kein Objektiv am Markt mit Blende 0.7. Und jetzt da am Ende dieser Reihe ist dann das Smartphone, wo ich sage, naja, da müsste ich ja Blende 0.00 irgendwas, was ja gar nicht technisch baubar ist. Also das heißt, einmal ist das gar nicht technisch möglich mit dem Smartphone. Oder ich setze jetzt einmal die Blendenreihe in die andere Richtung fort. Also mein Smartphone hat eine Blende von 2.0. Wenn ich dann das steigere auf dem 2/3-Sensor, müsste ich halt sozusagen mit einer Blende von 4 abblenden, um den gleichen Look zu bekommen. Beim 1-Zoll-Sensor 5.6, bei die Olympus-Kamera Blende 8, bei APS-C 11 und bei mir wäre es dann Blende 16. Also das heißt, wenn ich ein Foto mache mit meinem Smartphone, muss ich jetzt den gleichen Look im Hintergrund erzielen mit Blende 16. Und wenn ich mit meinem Foto, mit meiner Kamera mit Blende 16 fotografiere, was ist da? Habe ich eine durchgehende Schärfe von vorne bis hinten. Und das ist der Grund, warum ich mit einem Smartphone halt keine wunderschöne Makrofotografie oder Porträtfotografie machen kann, weil ich dann einfach nicht diesen cremigen oder ästhetisch unscharfen Hintergrund bekomme, wie zum Beispiel bei diesem Foto. Also da habe ich aus einer Entfernung von 3 Meter fotografiert. Ihr seht eh wunderschön unscharf der Vordergrund, die porträtierte Person scharf und wieder im Hintergrund die Geräte bei dieser Juwelier, also bei dieser Künstlerin auch wieder unscharf und das aus 3 Metern fotografiert. Ich kann natürlich mit dem Smartphone teilweise das realisieren. Ich muss aber dann ganz nah rangehen an das Motiv. Das heißt, ich muss ganz massiv den Abbildungsmaßstab verändern. Und das ist ein Foto, das habe ich gestern in Salzburg auf der Richterhöhe gemacht. Der Norbert Kopf kennt sicher diese Wiese dort oben auf der Richterhöhe. Und da habe ich halt mit dem Smartphone diese Biene erwischt, wie sie da den Klee gerade anknappert, aber da war ich weit weg, nur 15 cm und dann wird halt der Hintergrund ein bisschen unscharf. Aber wenn ich das mit meiner Kamera fotografiert hätte, hätte man nur mehr eine homogene grüne Fläche im Hintergrund gehabt. Also zusammenfassend, wenn ihr jetzt euch entscheidet, eine neue Kamera zu kaufen, dann überlegt euch, wie wichtig das ist, ob sie jetzt sagt, ich möchte bewusst
mit Schärfe oder Unschärfe meine Bilder gestalten. Dann müsst ihr eine große, schwere Kamera euch anschaffen mit einem großen Sensor. Oder ihr sagt, na, das ist nicht so wichtig, dann könnt ihr auch eine kompakte Kamera euch anschaffen und euch die halt immer in die Jackentasche einstecken. Weil die Unschärfe, die hängt nur von zwei Faktoren ab. Zum ersten von der maximalen Blendenöffnung und als zweites vom Abbildungsmaßstab. Ja, und der Karl hat es eh schon erwähnt. Wir werden dann gemeinsam am Großglockner beim Workshop im Juli auch bewusst versuchen, diese Landschaftsbilder und Naturbilder oder Tierbilder auch mit Schärfe und Unschärfe zu gestalten. Wie zum Beispiel da dieses Murmeltier, das habe ich letztes Jahr im Bregenzer Wald fotografiert. Da habe ich mich halt an den Bau herangeschlichen. Ihr seht es eh, da habe ich gehabt ein 50 mm Objektiv bei Blende 1.6 und dann habe ich halt 10 Minuten in Bauchlage gewartet. Der Norbert Kopf hat halt auch schon erzählt, er liegt halt dann auch immer am Boden und wartet, bis das Licht passt. Und irgendwann hat halt dann das Murmeltier rausgeschaut und weil ich da halt eine Belichtungszeit von eine 5000stel Sekunde eingestellt gehabt habe, hat das halt kurz rausgeschaut, hat sich schnell bewegt, aber ich habe halt abgedruckt und trotzdem ist da das Murmeltier messerscharf geworden. Und ihr seht eh, wunderschöner, unscharfer Vordergrund, wunderschöner, unscharfer Hintergrund und das Tier ist halt dadurch schön im Fokus und freigestellt von Hintergrund. Ja, ihr lieben Leute, das war es jetzt einmal im ersten Teil von meiner Seite. Ich gebe wieder zurück zum Karl. Ich würde jetzt einmal kurz Diskussion anregen. Habt ihr da Anmerkungen, Fragen zu dem, was der Oliver gesagt hat? Bei dem letzten Bild von dem Murmeltier, wie hast du da den Fokus eingestellt? Ah, gute Frage. Warte, ich gehe nochmal auf dieses Murmeltier-Foto. Wenn du nämlich da daneben zielst, dann ist alles andere scharf und das ist nur Murmeltier. Ja, ja, ja. Also dieses Murmeltier, ich habe das Verhalten beobachtet. Also das Murmeltier hat festgestellt, dass der Feind, also ich, immer näher komme und ist halt in seinem Bau. Und irgendwann hat das Murmeltier nur ganz zart nur mit dem Auge herausgeschaut. Und dann habe ich dort fokussiert, mal testweise fokussiert, habe dann den Autofokus ausgeschalten und habe einmal meinen Fokus gehabt. Und das Murmeltier hat immer wieder gleich rausgeschaut und kontrolliert, ist der Feind noch da oder ist er nicht da? Ich habe natürlich da eine Serie gemacht von circa 20 Bildern. Also es hat immer wieder öfters rausgeschaut und nicht. Und ein Bild hat dann genau passt, wo der Fokus dann genau beim Auge ist. Und das Bild ist aber entstanden, da hat das Murmeltier ein bisschen länger rausgeschaut und ich habe dann da schnell am Auge fokussiert, wie bei einem Porträtbild und deswegen ist das Bild auch deswegen dort beim Auge so schön scharf. Also ich möchte es nur ganz kurz eine Murmeltier-Geschichte einbringen. Ja, gut. letzte Woche ruft mich der Kurier an, am Donnerstag und sagen, ja, sie brauchen jetzt Fotos von Österreich, Landschaftsbilder und so weiter. Und sie haben einen zweiten Fotografen gefragt, der einen zweiten Teil macht und wir haben uns abgestimmt. Und ich habe dann gedacht, mich freut so überhaupt nicht, ich habe auch keine Zeit, das lasse ich jetzt einmal. Wir haben gesehen, der Kollege hat das eh super gemacht und ich habe gedacht, dann wird der Kelch an mir vorüberziehen. Gut, am Freitag Blitzseminar, auf einmal läutet mein Telefon, Kurier, du Karl, wir haben ein Problem, sage ich, wieso? Der Fotograf hat uns nur Bilder aus Südafrika geschickt, aber da darf man im Moment nicht hin, wir brauchen Österreich, gell? Und da ist ein südafrikanisches Erdhörnchen und ich weiß nicht was, alles noch dabei. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich halt doch irgendwie was tun. Und das Interessante war dann, ich habe dann zum Redakteur gesagt, du vielleicht, aber ich hätte ein schönes Murmeltier für dich, das war aber eher so im Scherz. Und er hat gesagt, was, ein Murmeltier? Das zeige ich nämlich schön, das Foto, wenn ich das gerade raussuchen. Und auf alle Fälle, wir haben am Samstag dann alles fertig gemacht. Kurze Rede, langer Sinn. Jetzt werde ich euch nur meinen Bildschirm schnell freigeben. Wo ist mein Zoom? Moment einmal. Und so, jetzt müsst ihr mein Murmeltier sehen, oder? Ja. Wunderbar. Das ist nämlich am Glockner, eben genau auf der Franz-Josefs-Höhe, wo wir hinfahren werden. Und da sind die Murmeltiere einfach an Menschen gewöhnt.
Und da sieht man auch schon einen schönen Freisteller. Das heißt, die können wir dort wirklich gut fotografieren und wir haben sehr, sehr gute Chancen, dass man die auch sehen wird. Und ich habe dann auch noch, da war nämlich vorher die Johanna mit, und wir sind immer sehr vorsichtig, wenn es ums Füttern von Wildtieren geht. Also man kann den maximal mit Karotten, Äpfel und Mandeln, also geschälte Mandeln füttern, weil die Leute dort füttern sie leider halt mit allen möglichen, was den Murmeltieren nicht sehr gut bekommt. Gut, aber was mich besonders freut, wir haben ja, Oliver, ich glaube, du bist fertig, oder? Oliver, du bist fertig. Ja, ich bin fertig mit meiner Geschichte. Super. Was mich nämlich besonders freut, wir haben dermal viele Einsendungen bekommen. Und das erste Foto von der Andrea, Andrea, bist du heute da? Ich habe sie noch nicht gesehen, macht aber nichts. Aber ihr seht eine tolle Biene, schöne Bildgestaltung, rechts mit der Diagonale. Finde ich richtig, richtig ein toll gelungenes Makrofoto. Ja, absolut. Ich wollte da noch was kurz zum Norbert seine Bilder sagen. Ja, bitte. Soll ich die Bilder einblenden? Ja, wenn du willst, eins, das speziell hell dunkel, wie genau dieses, das gerade da war. Weil ja, beim, genau eins vielleicht, was gehen wir dann, das ein bisschen einen dunklen Hintergrund hat. Ja, warte mal. Genau. Norbert, wenn da dein Traumgärtner nicht mehr passt, dann kannst du ja Caravaggio nennen. Weil das war ein italienischer Künstler aus dem 16. Jahrhundert, der hat auch diese ganz hell-dunkle Effekte benutzt, um seine Sachen darzustellen. Wunderbar, super, super Bilder. Schön, danke, Peter. Bitte, bitte. Gut, dann hüpfe ich nochmal geschwind zu den Bildern von der Andrea. Genau, und die Andrea hat einen sehr ähnlichen Ansatz zu dem Ganzen verwendet. Also auch mit dem sehr dunklen Hintergrund und dem sehr gezielten Licht. Das schaut ganz spitze aus. Ja, und ich glaube, da haben wir ja jetzt auch wieder, da haben wir ja typisch auch da die Diagonale. Diagonale. Wir genau. haben einen schönen weißen Hintergrund, der quasi freigestellt ist. Also ich denke mal, das ist ja auch perfekt von der ganzen... Ja, und was ich vorher schon gesehen habe bei den ganzen Makrobildern, dass dadurch, dass man da so nahe dran ist, auch bei dem, da hat man einen sehr schönen Rhythmus, weil das ist ja nicht nur die Diagonale und dann die anderen Blätter von der Blume gingen ja dann in verschiedenen Winkeln weg und führen dann sehr schön zu diesem Zentrum der Blume. Ne? Also das funktioniert natürlich sehr gut. Und ja, man kann also hier genau sehr ähnlich, da diese ganzen Stiele, die alle an diesem Punkt führen, das funktioniert. Wie bei einem Fahrrad, das ist aufgebaut. Ja, genau. Wäre Zentralperspektive, wenn man will. Ne? Mit unten. Und unten der Stiel, der annähernd parallel zum Bildrand ist, das ist das stabilisierende Element. So hier genau. Die waagrechte Linie. Genau. Ja, funktioniert spitze. Ja, mir gefällt das auch so gut, also mit diesen Speichen, die da quasi weggehen und dann auch noch hier im Vordergrund der Käfer. Genau, und bei der Spinne ist das Netz ist auch so eine Zentralperspektive-Geschichte. Das funktioniert natürlich sehr gut. Ja, und auch hell, ganz ein starker Kontrast zwischen hell und dunkel. Genau. Die sind jetzt vom Andreas. Mhm. Ja, Service-Konzept, würde ich sagen. Und da ist die Spinne sozusagen... der Zentrum dieser zentralen Perspektive und die sozusagen die Beine gehen dann rein und leiten die zum Mittelpunkt. Das Zentrum in dem Fall. Ja. Und die Irene hat uns auch Bilder geschickt. Er schaut ein bisschen aus wie der faule Willi von der Biene Meier, oder so im ersten Moment. Ja, ein bisschen technischer, ja. Ja, extrem low dran. Ja, das ist schon sehr schwierig. Ja.
Facettenaugen. Aber und da können wir wieder ein bisschen was über Farben sagen, Peter, oder? Das ist eine analoge Farbharmonie. Genau, Grün und Gelb liegen nebeneinander. Und interessant, da wie der Fühler die Diagonale beschreibt und der andere Fühler ein S. Das ist eine sehr gelungene Kombination aus verschiedenen Diagonale. Genau. Da haben wir das S. Das S ist am anderen Fühler. Schau, das schwingt sich da noch. Da haben wir noch ein S, ja. Genau, schwingt sich da nach unten rein. Und das ist, wenn man speziell so neu dran ist, extrem schwierig, dass man das erkennt. Ne? Und das ist natürlich spitze, wenn man das findet. Genau, und da hast du so mehr oder weniger die Diagonale von der anderen Seite rein. Was bei der Diagonale ja sehr interessant ist, dass in unserem Kulturbereich eine Diagonale von links nach rechts natürlicher wirkt, weil wir von links nach rechts schreiben und lesen. Also von links oben nach rechts unten? Nein, ist egal. Genau, von links unten. Also ich muss links anfangen. Ja, das kann. Also wenn man das ein bisschen im Gehirn behält und wenn man zum Beispiel aber unbedingt in Dubai ausstellen möchte, zum Beispiel im arabischen Raum, ist vielleicht besser, man baut eine umgekehrte ein. Ja. Weil das ist für die dann natürlich, aber die schreiben in die andere Richtung. Auf der Seite, verstehe. Genau, und die lesen auch in die andere Richtung. Ja, dann der Martin, den habe ich schon gesehen, der ist heute da. Herzlich willkommen. Der Martin hat uns wieder ein paar Meisterwerke gesandt. Magst du ein bisschen was dazu, Martin? Ja, das ist ein Farben, der sich gerade ausrollt. Ich bin irgendwie inspiriert worden von jemand anderem, der so ein Foto gemacht hat. Er hat jetzt aber Schiefling gehabt. Und ich habe das so quasi wie einen Bischofsstab eingelegt. Und das ist, ja, ich finde das recht lustig. Nein, und das funktioniert deswegen so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das einmal gesehen habt. Das ist eine der klassischsten Kompositionsregeln, der goldene Schnitt. Mhm. Und der hat unten so eine Kurve, die sich dann einringelt. Ja. Und das ist relativ, und die ist in diesem, die ist genau auf der Seite herüber, auf der rechten. Und der Punkt, der Mittelpunkt ist im unteren Drittel irgendwo, wo er sich schneidet. Und das ist genau dort. Ne? Also dann ist auch die Drittelregel und das ist genau sozusagen in dem, genau da. Das ist ein Steckenpferd von mir, die Drittelregel, das gebe ich zu. Die Drittelregel und der goldene Schnitt, das ist was ganz genau reich. Ja, danke. Du, aber Martin, du musst aber nach Madeira mitfahren, weil der goldene Schritt, der fällt da jetzt noch. Ja. Na bitte. Das ist aber ganz klar, weil das ist so ein Tischset von Ikea und da war die Spinne drauf. Die haben wir dann ein bisschen gequält, ein bisschen gelockt, dass sie geht, aber sobald man sie berührt hat, sie komplett zusammengezogen und dann haben wir wieder warten müssen, bis sie aufgeht. Aber das war Spielerei, alles Freihand. Mit einem 100er und einem 25er Zwischenring. Okay. Ja, das ist schon großartig, weil das schaut natürlich super aus. So, verwendest du den 50er Zwischenring auch auf der, mit dem 100er Makro oder nur den 25er? Nein, ich habe nur den 25er. Okay. Und was bei dem sehr interessant ist, ist, dass das, wie sollte man jetzt sagen, eine optimale, auf jeden Fall, das wäre eine Zentralperspektive, weil die Theorie der Zentralperspektive ist ja, dass parallele Linien im Horizont zusammenlaufen. Ne? Mhm. Aber in diesem Fall ist da sozusagen der Horizont so weit hinten, dass die Linien immer noch parallel erscheinen. Aber es funktioniert trotzdem, es ist sehr ansprechend, weil es auf dem Konzept basiert. Und ich glaube, es ist auch noch die Minimalperspektive, weil das Motiv sehr reduziert ist, jetzt spitz gesagt. Das wirkt natürlich auch dadurch, dass eben da nicht sehr viel am Foto abgebildet ist. Also man schaut auf die Spinne und kann mit einem Blick quasi sofort sehen, um was da geht. Was das für Pflanzen ist, weiß ich nicht. Aber die haben ungefähr einen Durchmesser von 5 mm, die Kugeln.
und die gehen dann so auf, dass das wie Wolle, und da sind auch die Samen dann drinnen und das fliegt halt dann überall immer dumm. Hast du das zufällig, Norbert, was das ist? Du, ich kann es jetzt nicht sagen, aber es machen ganz viele Pflanzen diese Samenspiele und ich habe mir jetzt gedacht, Martin, wenn es da, das ist alles perfekt fotografiert, aber wenn du das da mit einem Stativ probierst, ich glaube, da hast du noch größere Chancen, dass du nur mehr Schärfebereiche reinkriegst. Ich wollte kein Focus-Stacking machen. Nein, bitte, Fotostacking bin ich auch, ich mag es nicht technisiert, weil durchs Fotostacking, da geht das ganz, das Weiche geht verloren. Ja? Mhm. Aber ich denke mal, du hast nur so wenig Tiefenschärfe und wenn du jetzt, du kannst es aus der Hand, diesen 1 Millimeter teilweise ganz schwer handeln. Ja? Und darum wäre da halt ein Stativ schon eine Empfehlung. Ja. Aus dem nimmst du ein Stativ, geht nichts mehr schief, ist du eh reden. Ja, ich weiß. Ich brauche einen Makroschnitten auch noch. Natürlich wäre es jetzt auch interessant, sie da noch reinzuarbeiten, aber ich finde es sehr großartig. Und wir haben ja auch wieder die Diagonale. Also, genau. Ich habe heute zum Peter gesagt vor der Sendung, heute brauchen wir keine Folien über Gestaltung. Und der Peter sagt aber, auch Makro ist Gestaltung. Ich sage, natürlich ist alles Gestaltung. Und so viele Regeln finden sich wieder. Und ich glaube, jetzt ist es halt einfach wichtig, dass wir dann die richtigen Fäden verknüpfen und dass wir aus dem dann sozusagen lernen, uns zu verbessern. Genau, dass man nach diesen Sachen immer schaut, dass man ausschaut danach und dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einbauen oder nicht besser, aber andere Lösungen zu einem Problem finden. Und das ist jetzt von der Regina. Da muss man sagen, das ist ja besonders schwierig, einmal diesen Ausschnitt und auch so in dieser Schärfe hinzubekommen. Also darum ist das ja eine große Kunst. Ja, das ist sehr interessant, dass die Bienen verkehrt auf dem Ansitzen. Ja, halt vielleicht zufällig gemacht, habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, vielleicht sowas auch mal zu probieren. Ja, echt spitze. Ja. Ja, das funktioniert auch spitze, alles mit dem sehr hell, mit dem hell-dunkel und mit dem Blütenblätter. Ist die Regina da? Nein, leider. Ist nicht da, weil sie könnte natürlich vielleicht schon mit der Blende, indem sie eine größere Blendenzahl wählt, doch nur ein bisschen mehr Tiefenschärfe vielleicht erreichen, nach meinem Gefühl. Also ich glaube, das große Problem ist, das habe ich selbst auch, wir sind alle ein bisschen zu sehr verliebt in die offene Blende. Wir haben Angst vor der Blende 8. Das ist, glaube ich, das Problem. Weil ich liebe Blende 2,8, 4, 5, 6. Ja, ja. Manche Makrofotos würden ein bisschen abblenden, vertragen, weil natürlich so eine Grundschärfe schon wichtig ist. Ja, irgendwo muss ein Schärfepunkt sein. Ja. Und jetzt hat uns der Robert auch noch 3 Fotos geschickt. Das ist ein Spitze, ja. Sehr schön. Großartig. Der Robert ist, glaube ich, auch nicht geschaut. Aber die da, die Schärfe und Brillanz. Genau. Und man sieht da in dem Fall, die Diagonalen gingen zwar in die andere Richtung, aber das funktioniert trotzdem sehr gut. Ne? Und da im unteren Bereich, der erste Winkel ein bisschen flacher und dann der Flügel von der Biene wird steiler und im Hintergrund wird es noch steiler. Das ist ein ganz interessanter Rhythmus. Und die runde Knospe, die bricht dann natürlich, das ist zuerst ist alles sehr spitz und dann ist es sehr rund. Ein sehr gelungener Kontrast. Und vor allem diese Weichheit, auch bei dem wieder. So weich ist es. Genau. Das ist auch ein Trick bei der Naturmalerei. Alle Kanten in der Natur sind weich. Und wenn man irgendwo das Auge hinleiten will, dann braucht man nur kurz wo eine härtere Kante einbauen und das Auge ist sofort dort. Ist auch für vielleicht für Makro ein Trick, dass man, wo man scharfe Kanten hinlegt, dort geht das Auge hin. Und wenn man es nicht haben will, auf dem Platz, dann sollte man das weich machen. Ja, das ist auch diese Diagonale,
Es funktioniert spitze. Das ist eine Grünharmonie. Ja. Speziell dieses Säuregrün da auf der Spiegelung des Flügels. Aber genau. Der Robert dürfte sehr gute Optik auch haben, glaube ich. Ja, den Robert werde ich kurz anschreiben, weil da wäre natürlich noch interessant, ein bisschen technische Daten dazu. Und vor allem, ich bin nicht da. Ah, Robert, hallo, dann zeig ich dazu. Naja, das sind meine ersten Gehversuche. Ich mache Makro jetzt, glaube ich, seit Jänner oder Februar. Und das habe ich mit einem 90 mm Sony-Objektiv mal ausprobiert. Das müsste ungefähr mit einer 8er Blende passiert sein. Die Fotos meistens blitze ich. Da bin ich jetzt sozusagen noch am Lernen, damit man nicht so stark sieht den Blitz in Wirklichkeit. Und dann das Ganze halt im Lightroom zum Beispiel, also da auch den Schatten der Fliege ein bisschen verstärkt und nachbearbeitet. Weil ich meine, bei den Fotos sieht man eh sehr gut, dass die geblitzt haben, weil du ihre Brillanz und Schärfe erreichst. Das ist natürlich, ohne Blitz kriegst du diese Schärfe in den Härchen der Biene natürlich nicht hin. Aber ich nehme an, du nimmst den Blitz schon von der Kamera, oder? Der steht irgendwie auf der Seite. Nein, der ist auf der Kamera drauf, aber ich habe einen Diffuser dazwischen, so einen Stoffdiffuser. Mhm. Also, dem ich das Ganze ein bisschen ab. Das Wichtigste wäre einmal, dass du einen Sender besorgst und den Blitz von der Kamera trennen. Dann bist du gleich einmal, du hast so viel mehr Möglichkeiten, weil dieser frontale Blitz von der Kamera ist immer sehr problematisch. Okay. Ja, und da hast du einmal für die ersten Gehversuche bist du ziemlich gut gegangen. Danke. Hast du das bei dir im Garten, die ganzen Käfer, oder wo hast du die? Nein, das war im Naturschutzgebiet in Mödling, im Eichkogel war ich dort. Und die ersten beiden Fotos waren bei mir im Garten und das war jetzt am Eichkogel. Da war ich in den Feldern drinnen, habe da ein bisschen probiert. Ja, wirklich sehr schön. Und die Elisabeth hat uns auch noch ein paar Fotos gesandt. Dann nochmal danke. Ich glaube, die Elisabeth ist auch da. Ja, das funktioniert auch sehr gut mit den diagonalen Linien und dann diese zentralen Punkte, wo das alles reinläuft und der vordere ist scharf und die anderen sind es nicht. Das ist der Blickfang sozusagen. Ja, sehr schön. Ja, Schmetterlinge fotografieren ist ja überhaupt eine Challenge. Aber auch sehr schön, wenn einem das gelingt, dass man dann den Schmetterling perfekt fotografiert. Wirklich großartig. Und Minimalismus finde ich auch sehr, sehr das Thema. Wirklich minimalistisch arbeiten. Ja, mit dem negativen Raum, was aussogen und die Diagonale, das Helle. Ja, sehr gut. Weil ich glaube, der negative Raum, einfach einen Mut, einmal ein Motiv wirken zu lassen, dass das Hauptmotiv wenig Platz einnimmt und man wirklich viel Raum rundherum hat, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja. So, der Helmut hat ein bisschen getrickst, kommt man vor. Helmut, du bist eh da, oder? Ja. Ist das eine Photoshop-Montage? Das ist ein Photoshop, ja. Weil der Käfer ist ja echt beeindruckend. Das ist ein Rosenkäfer. Ja. Und der ist in Relation ein bisschen größer wie die Blume, oder? Naja, der ist schon so groß, da wirkt die Perspektive schon auf dem Käfer, aber das schaut super aus. Ja. Schaut echt super. Oliver hat inspiriert. Ah ja. Aber gut gemacht, das Composing. Ja, es schaut sehr beeindruckend aus. Der Rosenkäfer schaut wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Garten stimmen alles, ja. Saubere Arbeit, Helmut. Das ist kein Composing. Ja, das ist aber auch großartig. Ja, und du hast da wieder die Diagonale und eine Vertikale. Eine Drittelteilung rechts. Ja. Rechts genau ein Drittel. Ja. Und die Flügel dann sozusagen wirken mit der Diagonalen, mit verschiedenen Winkeln. Da kriegt man einen richtig schönen Rhythmus.
Und natürlich das Hochlicht auf dem Auge ist dann, wo dann irgendwann einmal der Blickpunkt entsteht, genau. Ja, Freihand. Ja, cool. Das ist zwar Stacking, Fotostacking. Und hast du einen Hintergrund dann im Nachhinein eingefügt? Genau, ja. Ja. Diagonale. Der Hintergrund war weiß. Genau, Diagonale und Komplementärharmonie. Gelb und Violett. Kann auch nicht schief gehen. Na fein. Also das war halt wirklich ganz, ganz toll, die Fotos, die ihr uns geschickt habt. Sag mal, danke. Und ich habe jetzt vielleicht noch an Makrotik, die Imogen Cunningham, das ist auch die Lieblingsfoto oder eine der Lieblingsfotografinnen von Norbert. Du Norbert, wie heißt der amerikanische Fotograf? Den würde ich nämlich noch gerne reinschreiben, mit dem den du so gern hast. Das ist der Harold Davis. Also der wäre insofern interessant, weil der ein totaler Photoshop-Trickser ist. Ja? Also der macht ihre Installationen. Aber der, ja, der ist, den kannst du schon reinschreiben. Der ist, also ich habe auch sonst eine Liste, die kann ich auch noch. Es sei so lieb, schick mir die vielleicht. Und ja, wir werden morgen dann gerne die Fotos der Teilnehmer wer aus der Präsentation rauslöschen und werde aber dann die Präsentation auch noch posten, da wo die ganzen Links und so weiter drinnen sind, damit ihr dann auch reinschauen könnt. Und ich werde vielleicht auch noch die Schulungsunterlagen vom Makrokurs dazugeben, wann wer nachlesen möchte. Die meisten werden es eh wissen. Dann würde ich bitten, Oliver, übernimmst du, und wir sind bei der Photoshop-Challenge angelangt. Ja, gerne. Seht ihr meine Maus kreisen? Jetzt muss ich dir das Spotlight geben. Warte mal, nein, das passt eh, das hast du eh jetzt. Ja. Wir sehen deine Maus. Ihr seht meine Maus kreisen. Ja. Ja, also mir hat ja das heute sehr gut gefallen, wie der Norbert Kopf über seine Philosophie der Fotografie gesprochen hat. Ich bin Werbefotograf, habe also beruflich sehr viel Stress in der Fotografie von Montag bis Freitag. Das heißt, ich muss Leistung bringen. Es müssen genau die Motive, die der Kunde möchte, im Kasten sein. Und am Wochenende zum Ausgleich gehe ich natürlich da in der Salzburger Bergwelt spazieren. Habe natürlich dann auch immer meine Kamera mit. Und da fange ich dann auch ab und zu mal an, bewusst Makros zu fotografieren. Und das ist, so wie der Norbert vorher gesagt hat, auch für mich wahre Entspannung, weil dann habe ich Ruhe, dann habe ich Zeit, da habe ich dann keinen Stress, da kann ich einmal in aller Ruhe Motive entdecken, sie anzuschauen, zu wahrzunehmen. Und da war ich im Gesäuse unterwegs bei diesem Bild, auch zeitig in der Früh, noch vor Sonnenaufgang. Und dann habe ich diese Gräser entdeckt und Blätter, wo sich halt der Tau immer da so an den Rändern gebildet hat. Also manche Makrofotografen haben ja so eine Wasserpipette mit und dann sozusagen ihre Motive manipulieren mit Wassertropfen, aber das war wirklich so, das habe ich so vorgefunden. Und dann habe ich halt auch so wie der Norbert ein bisschen aufs perfekte Licht gewartet und habe dann dieses Foto gemacht. Also das ist jetzt das Originalbild und wenn ich das dann nach Hause gehe und dann weiß ich schon, auf meiner Speicherkarte sind meine Schätze und ich bin schon ganz gespannt, wie die dann am Bildschirm ausschauen. Und dann lädt man sich halt die Bilder hoch und schaut sie mal an. Und das Erste, was man halt macht, ist die RAW-Konvertierung. Und da habe ich mal eine RAW-Konvertierung gemacht von diesem Bild und habe mir gedacht, ich tue mal diesen dunklen Hintergrund ein bisschen hervorholen und habe mir gedacht, nein, das ist hinten so ein Durcheinander gewesen, gefällt mir eigentlich gar nicht. Dann habe ich eine zweite RAW-Konvertierung gemacht, habe den Kontrast bewusst da im Hintergrund so belassen und habe halt in diese Richtung die RAW-Konvertierung gemacht. So hat es mir dann gefallen. Und der nächste Schritt, wenn ich dann retuschiere, ist, ich schaue halt, ob ich im Bild irgendwo ein paar Störer finden, die irgendwie meinen Blick ziehen, wo ich sage, na, das passt jetzt nicht. Und da ist halt da so ein kleiner Störer, da war halt irgendwie so ein kleines Tier, was eh nicht scharf ist, das habe ich weggemacht. Dann habe ich da hinten so einen extrem weißen Reflex auf weiße Punkte ziehen, den Blick in einem Bild.
Und da habe ich mich auch entschieden, diesen wegzumachen. Und dann habe ich noch die Entscheidung getroffen, weil ich mir gedacht habe, wunderschön da, auf jeden Eckpunkt ist ein Wassertropfen, auch hier, nur da fällt einer. Und den habe ich halt dann nachträglich mit Photoshop dazu gemacht. Ich schalte euch kurz einmal meine Störebene ein aus. Also ihr seht eh, der Wassertropfen, dann ist da der schwarze Punkt weg und da der weiße. Und dann ist wirklich der Fokus auf diesem Blatt. Und dann war eigentlich das Bild schon fertig. Und normalerweise, wenn ich sage, Photoshop-Challenge mit Oliver, dann zeige ich immer die ganzen Ebenen. Aber Photoshop geht auch, dass man sagt, wenn man schon sehr sauber fotografiert hat, man muss nicht immer 20, 30 Ebenen in ein Photoshop-File aufbauen, damit dann das Bild fertig. Jetzt war das Bild eigentlich für mich in der Farbversion perfekt. Jetzt könnte man halt noch ein bisschen experimentieren und sagen, naja, machen wir vielleicht den Beschnitt noch ein bisschen kleiner, dass man sagt, da und da. Jetzt kannst du es noch drehen und in die Diagonale ziehen, Oliver. Ja, also das wäre dann eher Variante. Jetzt habe ich mal diesen Beschnitt ein bisschen kleiner gemacht. Lass mal nur schnell das fertig rechnen. Okay, gut. Und dann kann man auch noch ein bisschen experimentieren, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich es waagrecht liegen, das Blatt. Drehen wir es einmal senkrecht. Ja, also mir gefällt es so besser, ist eine ganz interessante Perspektive jetzt. Und jetzt hätte ich sozusagen meine Farbvariante fertig, was man jetzt noch vielleicht experimentieren kann, weil das würde ich jetzt als JPEG-Bild ausgeben. Ich könnte jetzt noch eine Schwarz-Weiß-Variante daraus machen, weil das ist ja gleich erledigt mit Photoshop. Und mit dieser Einstellungsebene Schwarz-Weiß kriege ich da diese Farbkanalregler mit. Ich habe jetzt zwar ein Schwarz-Weiß-Bild, aber im Hintergrund liegt ja noch dieses Farbbild. Und jetzt kann ich da mit dieser Einstellungsebene zum Beispiel den Grünkanal wählen und kann da nur die Grüntöne in der Helligkeit steuern. Und ich glaube, das Bild vertragt ein bisschen mehr Helligkeit im Grün und jetzt hebt sich für meinen Geschmack dieses Blatt im Schwarz-Weiß-Foto super schön ab vom Hintergrund und das sind jetzt auch wieder diese Bilder, die wir auch vorher beim Norbert Kopf gesehen haben. Was sagst du, Norbert, zu dieser Variante? Ja, es ist schon okay, aber die Tropfen rinnen wirklich jetzt nach oben. Okay. Ja, dann müssen wir es, ich bin halt nicht so der Naturfotograf, dann müssen wir es um 180 Grad drehen. Eine Variante. Ja, aber Peter, ich glaube, du hast ja gesagt, wenn ein Foto in Schwarz-Weiß nicht funktioniert, funktioniert es in Farbe auch nicht, oder? Ja, das ist richtig, aber es funktioniert jetzt eh. Ne? Ja, also ich habe jetzt dann zwei Varianten, einmal grün, einmal schwarz-weiß. Und jetzt ist das Bild eigentlich fertig und ich habe jetzt so zwei schöne Versionen. Was ich euch heute noch zeigen möchte, weil das betrifft mich auch als Filmemacher. Ich sehe oft bei manchen Homepages ganz tolle Schriften und denke mir immer, boah, das hätte ich gern als Schrift für meinen Film oder so irgendwie. Und dann wird es halt immer sehr mühsam, diese einzelnen Schriften zu finden. Und da gibt es jetzt eine ganz tolle Funktion in Photoshop. Ich muss noch da kurz schauen. Okay, passt. Ja, da gibt es eine ganz tolle Funktion in Photoshop. Also ich mache mir dann immer einen Screenshot. Also ich habe jetzt da bewusst das Logo von Mercedes-Benz genommen. Nehme jetzt das Auswahlwerkzeug, markiere jetzt diese Schrift, gehe jetzt ins Menü Schriften und wähle den Menüpunkt passende Schriften finden. Jetzt recherchiert Photoshop in der Datenbank und findet auf der einen Seite ähnliche Schriften, die an Bord schon mitgeliefert sind, das wären diese Schriften, aber es findet auch in der Cloud, da sind ja auch Schriften hinterlegt, weitere Schriften. Und dann, wenn man sagt, man sieht es eh da an der Vorschau, muss man nur hier auf dieses Cloud-Symbol drücken. Das ist ja das Tolle, wenn man die Adobe Cloud verwendet. Und diese
Schrift wird dann automatisch lokal auf deinem Rechner installiert. Und dann hat man die Schrift, jetzt muss ich nochmal schauen, das war die Giano Mincao, ja gut, das jetzt hebe ich die Auswahl auf. Dann war die schon an Bord, ich nehme jetzt das, da ist sie eh schon die Schrift. So, und machen wir mal da, ziehe den Schriftenrahmen auf, mache das jetzt deutlich kleiner und schreibe mal rein, Mercedes-Benz. So, die hat er gefunden. Ja, jetzt passt es von der Größe noch nicht, also dann gebe ich mir das da immer in die Nähe. Tue das jetzt da ein bisschen kleiner machen. Ja, okay, dann fahren wir da ein bisschen weiter rauf. Jetzt passt es eigentlich schon sehr gut. Auch von der Weite der Buchstaben. Ich kann da die Weite der Buchstaben ändern. Original. Aha, Moment, muss ich jetzt erst bestätigen. So, markieren wir es noch einmal. Da kann ich die Weite ändern. Also so ist die Schrift original die Weite. Also das heißt, ist ein bisschen weiter als beim Mercedes-Logo. Und wenn ich da jetzt auf minus 10 gehe, dann habe ich ungefähr die Weite. Und wo es sich jetzt vielleicht noch ein bisschen unterscheidet, ist ein bisschen kontrastreicher als das Original-Logo. Naja, dann gehe ich halt da von der Deckkraft ein bisschen zurück und schon habe ich diese gleiche Schrift nachgebaut. Und das kann ich im Prinzip, wenn ich da irgendwas finde, brauche ich das auch nur markieren und wieder sagen, liebes Photoshop, such mir eine passende Schrift, weil das ist eine sehr markante Schrift. Also schauen wir mal, ob es die findet. Ja, hat es auch zwei Schriften gefunden. Und ich habe das schon, da hat es noch mehr gefunden. Moment, ich gehe noch einmal. Er sucht dann nämlich auch in der Cloud so Schrift. Na, wieso zeigt er mir das jetzt nicht an? Noch einmal Schrift. Packt er mir jetzt nicht an, interessanterweise. Aber ich habe es eh schon vorbereitet. Das ist da jetzt. So. Ich tue nochmal die auf. Da ist es jetzt. Schaut her. Da habe ich schon vorbereitet und die hat er gefunden. Und jetzt muss man es nur noch von der Größe ein bisschen. Und schon habe ich da sehr ähnlich wieder eine passende Schrift gefunden. Also merkt euch das, wenn ihr irgendwo auf einer Homepage oder sonst wo eine schöne Schrift findet, macht euch einfach einen Screenshot und dann sucht es einfach da im Menü passende Schrift finden. Da ist es drinnen, der Punkt passende Schrift finden und dann schaut euch, was euch Photoshop findet. Ja, jetzt möchte ich noch auf die Kurse nächste Woche hinweisen. Nächste Woche am Dienstag um 19 Uhr haben wir Photoshop 3. Da geht es um Ebenen und Masken und ein bisschen um Freistellen. Also wer sich für das interessiert, nächste Woche Dienstag 19 Uhr. Und viele haben nachgefragt bezüglich, wie funktioniert das, wenn ich jetzt mit Photoshop Farbharmonien herstellen möchte. Da gibt es ein ganz tolles Tool in Photoshop. Das ist das Adobe Color Theme. Und da kann ich mir vorher sozusagen die Farben wählen und dementsprechend, ob ich sage, ähnlich die Harmonie auswählen oder komplementär, kann ich mir da schon gesättigt, also heute haben wir gehabt lila und grün als Farbharmonie, also ihr seht, das ist komplementär und auf diesem Color Theme Radwähler kann ich mir halt vorher Farbharmonien festlegen, die ich dann auf der einen Seite umsetze. Oder dass ich sage, ich habe jetzt ein Bild fotografiert, stimmt die Farbharmonie überhaupt in dem Bild? Und wenn ich dann mit diesem Farbrad feststelle, es stimmt nicht, ja, dann kann ich noch nachträglich mit Photoshop korrigieren. Und da werden wir dann nächste Woche auch einen Kurs online stehen. Da geht es dann wirklich um Farbharmonien, wie ich dich auf der einen Seite überprüfen kann, stimmen sie, oder ich neue Farbharmonien für ein Bild wählen kann. Das wird dann auch ab nächster Woche online auf der Wiener Fotoschule sein. Ja, und zum Schluss, ihr seid jetzt die Ersten, die das erfahren. Karl und ich haben eine Photoshop-Party vor, die findet am Dienstag, den 26. Mai statt und wir haben es unter den Titel gestellt,
Frag den Oliver. Das ist jetzt ein kostenfreies Photoshop-Webinar. Wir nennen es so intern Photoshop-Party. Da könnt ihr uns vorab fertige Bilder oder RAW-Bilder schicken, die ich dann live mit euch besprechen werde, bearbeiten oder euch Bearbeitungstipps für fertige Bearbeitungen gebe. Und Fragen aller Art zum Thema Photoshop. Genau, also Karl und ich starten da eine Photoshop-Party. Ihr seid jetzt die Ersten, das erfahren. 99 Teilnehmer werden wir da maximal nehmen. Also jetzt gleich anmelden. Karl wird das auch nächste Woche dann auf die Seite stellen. Also wenn ihr so nächste Woche mal ab Mittwoch auf die Homepage der Wiener Fotoschule wieder mal schaut, werdet ihr dann die aktuellen News dann dort finden. Ja. Der 19.05. ist schon online, Oliver, gell? Bitte? Der 19.05. ist schon online. Ah, perfekt. Ja, super. Gut, also der 19.05., das ist jetzt da dieses Photoshop 3. Also, wenn das interessiert, da geht es um Freistellen, Masken und Ebenen. Okay, Karl, dann wieder zu dir. Gut, dann sage ich mal herzliches Dankeschön fürs heutige Dabeisein. Jetzt haben wir gerade geschaut, ob die Kamera schaltet sich nämlich von Zeit zu Zeit ab.